CDU und CSU fordern den Wiederaufbau der Ukraine mit deutschem Steuergeld. So etwas kann man nur fordern, wenn man die Fakten ignoriert. Deutschland hat der Ukraine bereits vor Kriegsbeginn mit mehreren Milliarden Euro bilateraler Entwicklungshilfe geholfen. Deutschland hat seit Kriegsausbruch über 1 Million ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen, obwohl CDU und CSU seit 2015 bereits über 20 Großstädte, überwiegend aus Arabern und Afrikanern, nach Deutschland eingeladen haben. Deutschland hat der Ukraine Waffen und Rüstungsgüter in einem exorbitanten Umfang geschenkt, obwohl wir selbst kaum Munition haben, um unsere eigene Heimat länger als 2 Tage lang zu verteidigen. Ihre Waffengeschenke, lieber Kollege, das grenzt fast an Landesverrat.